Wien und haben jetzt ein tolles Thema für Sie. Geh nicht irgendeinen Weg, geh deinen Weg. Infos zum freiwilligen sozialen Jahr. Wir freuen uns sehr über unsere Gäste Elisabeth Markus und Esther Sackel vom Verein Freiwilliges Soziales Jahr Österreich. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitte schön. Danke. Zu wissen, wer man ist, was man kann und was man will und dabei nie auf alle anderen zu vergessen, das ist die solideste Basis für ein zufriedenes Leben und für ein gutes Miteinander. Das Freiwillige Soziale Jahr kann Wichtiges dazu beitragen und ich freue mich sehr, dass wir heute in der nächsten halben Stunde genau darüber berichten dürfen. Mein Name ist Elisabeth Markusch, das ist meine fantastische Kollegin Esther Sackel aus Graz. Ja, unser Name Freiwilliges Soziales Jahr beinhaltet grundsätzlich die wichtigsten Eckpunkte. Freiwillig, ein Jahr lang in einer sozialen Einrichtung. Sobald ich wohin komme und erzähle, für wen ich arbeite, steht ganz schnell die Frage im Raum, wow, wer macht denn sowas? Wer bitte tut sich sowas an? Ich habe da schon so meine Antworten drauf, aber vielleicht, liebe Esther, magst du vorher eine kurze Geschichte erzählen. Sehr, sehr gerne, liebe Elisabeth, danke schön. Ein Hallo auch von mir. So werden wir das nämlich heute machen. Also wir werden euch heute so ein bisschen Geschichten erzählen aus dem Freiwilligen Sozialen Jahr. Und zwar von echten FSJ-Teilnehmerinnen, die wir in unserer Arbeit so erleben, weil wir einfach glauben, dass ihr zu Hause so am allerbesten nachvollziehen könnt, was dieses Jahr denn eigentlich mit einem wirklich macht. Und den Anfang, also die allererste Geschichte, die macht Theresa. Theresa ist mir bei unserem Aufnahmegespräch, weil wir machen mit allen Bewerberinnen und Bewerbern natürlich Aufnahmegespräche, sofort aufgefallen. Alle anderen unterhalten sich, warum machst du eine FSJ, wo bist du Schulgangen, hey, kennen wir uns nicht irgendwie? Und die Theresa sitzt da, ganz eingesackte Schultern, schaut nur auf die Tischplatte, ganz ruhig. Das ist für uns sehr ungewöhnlich. Und auch, muss man sagen, beim Einzelgespräch war aus ihr so nicht so viel rauszubringen. Also wir haben einen Ansatz gehabt beim Einzelgespräch, nämlich hat sie ganz so unsicher gesagt, sie kennt eine Einrichtung von uns, da hat sie einmal geschnuppert für irgendeine Berufsorientierungstage. Und so in die Richtung, wenn es nicht die Einsatzstelle ist, ist es wahrscheinlich für sie gar kein FSJ. Und dann sind wir mal ein bisschen skeptisch geworden, weil wir schicken natürlich niemanden wohin, wo er nicht hin will, das ist eh ganz logisch, aber man fragt sich dann schon, was erwartet die Person, vor was hat sie denn Angst? Wir haben es dann trotzdem gemacht, hat super gestartet der Einsatz, wir haben nichts gehört, es hat irgendwie keine Probleme gegeben und dann haben wir uns natürlich gedacht, naja, anrufen werden wir die Theresa jetzt auch nicht und fragen. Und dann haben wir sie 3 Monate später, also 3 Monate nach Einsatzstart, habe ich sie dann wieder gesehen beim Seminar und ich schaue mich in der Runde um und denke mir, wo ist die Theresa und sehe sie zuerst gar nicht und dann habe ich es echt nicht glauben können, die war ein anderer Mensch. Nach 3 Monaten im Einsatz sitzt sie aufrecht da, feste Stimme, lacht, offenes Gesicht. Und ich frage sie, Theresa, also natürlich nicht vor allen anderen, sondern 5 Minuten Pause. Und ich frage sie, Theresa, was ist bitte passiert? Was ist passiert? Und was sie dann zu mir gesagt hat, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Weil sie hat gesagt, ich habe immer gedacht, Esther, ich bin falsch. Mit mir ist irgendwas falsch. Ich passe nicht in diese Welt. Und jetzt, wo ich was anderes mache als die Schule, komme ich drauf, ich habe einfach nur nicht in unser Schulsystem gepasst. Und eigentlich bin ich ganz richtig, aber ich habe halt meinen richtigen Platz erst finden müssen. Und das habe ich so schön gefunden, einfach, dass sie jetzt sozusagen diesen Sinn sieht und sieht, dass sie ganz richtig ist, so wie sie ist. Genau. Und das war eine ganz tolle Realisation und das hat mich sehr gefreut. Die Theresa hat es dann auch super fertig gemacht und genau. Da freue ich mich, dass sie heute als erste Geschichte die Theresa grüßen darf, wenn sie hoffentlich weiß, dass sie gemeint ist. Wie wir an der freiwilligen Theresa gesehen haben, verändert so ein Einsatz im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres die komplette Sicht auf die Welt und auch die komplette Sicht auf sich selber. Sich für ein freiwilliges soziales Jahr zu entscheiden, sich mutig Neuem zu stellen, sich auf Neues einzulassen, seine Komfortzone zu verlassen, ist so viel mehr als einfach nur ein Jahr lang irgendwo mitzuarbeiten. Was ist also noch Wichtiges zu sagen zu unserem Freiwilligen Sozialen Jahr? Bei uns können sich junge Erwachsene ab 18 Jahren in einer sozialen Einrichtung in Österreich engagieren. Die jungen Leute arbeiten 34 Wochenstunden in einer sozialen Einrichtung mit, sind gut eingebettet in das Team vor Ort und haben uns MitarbeiterInnen vom FSJ als Ansprechpersonen, die auch immer zu erreichen sind. Die Freiwilligen sind Kranken-, Unfall- und Pensionversichert und bekommen ein Taschengeld von 255 Euro.
haben Anrecht auf das, auf die Familienbeihilfe und können das fantastische Top-Jugend-Ticket benutzen. Beim Vorstellungsgespräch sagen uns die jungen Erwachsenen nicht nur, in welchem Bereich sie sich sehen würden für dieses Jahr, sondern sie können sich auch entscheiden, ob sie das Jahr zu Hause wohnen bleiben und in ihrer Einsatzstelle täglich hin und her fahren oder ob sie das Jahr nutzen wollen, um in ein anderes Bundesland zu ziehen. Wenn dem so ist, dann stellt die Einsatzstelle eine Wohnmöglichkeit zur Verfügung. Sollte also jemand von euch schwanken zwischen einem Einsatz im Ausland oder doch einem Einsatz im Inland über uns, so ist vielleicht ein FSJ in einem anderen Bundesland ein sehr guter Kompromiss. Man kann zum Beispiel als Wienerin nach Tirol gehen, ist auch sehr weit weg von zu Hause und man lernt sogar eine andere Sprache. Ich bin seit über 10 Jahren als Referentin beim Freiwilligensozialen Jahr tätig, also bei unserem Verein. Das ist der Verein zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste. Ich könnte mittlerweile ganze Bücher füllen mit Geschichten, die ich so erlebt habe. Esther, du hattest heute die Challenge, dich auf 5 Geschichten zu beschränken. Wie bist du auf deine Auswahl gekommen? Ja, das stimmt. Das war echt nicht so leicht, mich auf 5 Geschichten festzulegen. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann natürlich jetzt nicht nur meine Geschichten nehmen, weil ich bin noch gar nicht so lang dabei. Und deswegen habe ich meine Kollegin, die Elfi, gefragt. Die ist seit unglaublichen 16 Jahren Referentin bei uns. Und ich vermute, die wird schon an die 1000 wahrscheinlich Freiwillige begleitet haben. Und frag sie also, wer ihr am meisten in Erinnerung geblieben ist. Und denk natürlich, ja, die wird jetzt einmal überlegen bei 1000 Freiwilligen. Aber das war überhaupt nicht so. Also wie aus der Pistole geschossen, sagt sie mir, das war eindeutig die Viktoria vor 10 Jahren in der Kärntner WG so und so. Die hat mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Und ich ganz perplex frag sie, echt, also wieso? Also warum so klar? Und ich glaube, das ist einfach, das ist daran gelegen, dass die Viktoria eine unglaublich nachhaltige FSJ-Teilnehmerin war, im Sinne von, die ist einfach echt im Kopf geblieben. Die Viktoria war extrem zielstrebig, die hat genau gewusst, was sie will, ist im ersten Jahr nicht bei Soziale Arbeit an der FH drangekommen, weil die ihr gesagt haben, sie ist so jung, ich glaube, die hat mit 17 maturiert, hat keine wirkliche Berufserfahrung. Also hat sie gesagt, passt, ich werde ein Jahr älter, ich gebe euch Berufserfahrung und dann müsst ihr mich reinlassen, so in die Richtung halt. Also haben wir sie in eine Kinderjugend, nicht ich, sondern die Elfi, in einer Kinderjugend-WG vermittelt, weil sie gedacht hat, das passt vielleicht ganz gut. Und man muss dazu auch wissen, die Viktoria war privat ein sehr, sehr umweltbewusster Mensch. Und FSJ ist super angelaufen, Viktoria hat die größte Freude gehabt, Kinderjugend-WG, perfekt fürs Berufsziel, für den Berufswunsch. Und hat dann aber so nach 3 Wochen in der WG gemerkt, oh Gott, es gibt keine Mülltrennung, es gibt keine ökologisch abbaubaren Reinigungsmittel und die essen wirklich jeden Tag irgendwie Pommes, Fleisch, Bernerwürste, so. Das ist heutzutage in den WGs alles ein bisschen anders, aber das ist einfach schon so lange her, dass das damals noch so war. Und die Viktoria hat dann dort gefragt, so nach ein paar Wochen, Leute, lasst ihr mich was ausprobieren. Und das Team meint zu ihr, ja, das kannst du gern probieren, aber die Jugendlichen werden dir sicher kein Gemüse essen. Und sie hat es dann tatsächlich, es war nicht leicht, aber sie hat es hingekriegt, sie hat ein Gemüsebeet im Garten dieser WG angelegt, das es auch heute noch gibt. Deswegen war die Viktoria, glaube ich, so nachhaltig. Und auch der Müll wird nach wie vor in dieser WG getrennt. Genau das erzählen die einem heute noch, wenn man dorthin kommt. Und die Viktoria ist wirklich so mein Lieblingsbeispiel dafür, dass man echt Veränderungen im Leben bewirken kann. Und zwar nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei eben nahestehenden Personen im engsten Kreis. Und das zieht natürlich weitere Kreise, wie man an dem Beispiel sieht. Mit solchen Viktorias haben wir MitarbeiterInnen vom Freiwilligensozialen Jahr erfreulicherweise sehr viel zu tun und sehr oft zu tun. Tag für Tag dürfen wir mit jungen Menschen zusammenarbeiten, die sich für unglaublich wichtige Themen wie Nachhaltigkeit, Fairness, gerechte Verteilung, Gleichbehandlung, Fairness einfach stark machen. Und vielen ist gar nicht bewusst, dass es ein sich stark machen ist. Für viele unserer FSJ-TeilnehmerInnen ist so ein Zugang der natürlichste der Welt, weil sie einfach das einfach so erleben und so auffassen. Zivilcourage ist freilich nicht immer der leichteste Weg. Oft wäre es einfacher, vorbeizugehen, wegzusehen, zu ignorieren. Aber dieses Vorbeischauen und Ignorieren, das ist nicht die Art des Miteinanders, wie wir MitarbeiterInnen vom FSJ das sehen und auch nicht unsere Freiwilligen. Zivilcourage erfordert Mut und Selbstbewusstsein, damit man Zivilcourage leben kann. Dieses Selbstbewusstsein, das haben nicht alle jungen Menschen zu Beginn eines FSJs und das setzen wir auch nicht voraus. Dieses Selbstbewusstsein und diese Zivilcourage darf sich aber gerne während einem freiwilligen sozialen Jahr entwickeln.
Was wir voraussetzen oder was wir erwarten, ist die bewusste Entscheidung, sich mutig auf Neues und Fremdes einzulassen. Denn wer immer nur macht, was er schon kann, bleibt immer nur der, der er schon ist. Oder anders gesagt, wer immer nur in seiner Wohlfühlbubble lebt, der kann nie rausfinden, wie bereichernd und großartig es auch außerhalb dieser Blase sein kann. Um diese persönliche Entwicklung zu unterstützen, haben unsere FSJ-TeilnehmerInnen Seminare, nämlich mit uns ReferentInnen vom FSJ. Und bei diesen Seminaren geht es in erster Linie darum, sich mit anderen Menschen, die auch so ein Jahr machen, sich auszutauschen, Erfahrungen sich gegenseitig zu erzählen, über Erlebtes zu sprechen und fachlich sich weiterzubilden. Und es gibt auch außerhalb dieser Seminartage die Möglichkeit, unsere ReferentInnen vom FSJ zu kontaktieren. Wir kennen alle unsere FSJ-TeilnehmerInnen persönlich und begleiten sie das ganze Jahr über durch ihren Einsatz. Liebe Esther, du bist seit 3,5 Jahren Referentin bei uns im Verein. Gibt es vielleicht auch eine Geschichte, die dir auch noch immer ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Mhm. Dankeschön. Genau. Ich habe vorher schon gesagt, ich bin jetzt noch nicht sozusagen die, die am längsten beim FSJ dabei ist, wie andere unserer Referentinnen. Ich habe vor ungefähr 3,5, 4 Jahren beim FSJ angefangen. Und die Geschichte, die mich, glaube ich, am meisten geprägt hat in dem Jahr, war die Geschichte von Benjamin, weil der Benjamin war echt ein Spezialfall. Ich war ganz am Anfang, ich glaube, 4 Monate beim FSJ, das heißt, ich war noch nicht mal eingeschult, weil die Einschulung dauert bei uns relativ lang, weil es so viel zu wissen gibt. Genau, und dann kriege ich einen Anruf von einer Einsatzstellenleitung, also von einer Chefin sozusagen, von einer Einsatzstelle, wo bei uns die Freiwilligen die Einsätze machen. Und sie ruft mich an und sagt, ich hätte einen jungen Mann, der würde bei mir gerne das FSJ als Zivildienstersatz machen, ob das möglich wäre und so weiter. Und sie würde ihn auch gerne nehmen, sie kennt ihn schon, aber sie warnt mich nur vor, er ist ein bisschen chaotisch. Und ein bisschen chaotisch war dann ein bisschen untertrieben, weil er war wirklich so, also Rückmeldung auf Mails oder auf Nachfragen hat es bei ihm halt nicht gegeben. Das hat er noch nicht gekannt so. Und er ist dann auch tatsächlich zum Aufnahmegespräch viel zu spät gekommen. Und wir haben ihm dann gesagt und sofort rückgemeldet, du, das kannst eigentlich nicht bringen. Das wäre für uns jetzt schon ein Grund, dass wir sagen, du, das passt für uns nicht. Gell? Weil wir setzen eben sehr viel Eigenverantwortung auch voraus. Und der Benjamin war echt, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und war ganz authentisch und ehrlich und hat gesagt, hey, ich weiß, ich habe da ein Problem damit, ich habe das noch nicht gelernt, ich habe die Rückmeldung schon öfter gekriegt und ich habe mich für das Jahr entschieden, weil ich jetzt das in den Griff bekommen und angehen will. Und ich natürlich Feuer und Flamme und denke mir, ja, natürlich, Veränderung und jemand will sich da bessern. Und die Elfi, meine Kollegin, ich habe sie vorher schon angesprochen, sagt zu mir, und ich erinnere euch, gell? Ich war noch nicht eingeschult, ich war 4 Monate erst beim FSJ. Und die Elfi sagt zu mir, wenn du ihn nehmen willst, dann nehmen wir ihn. Aber es ist deine Verantwortung und wenn es Schwierigkeiten gibt, dann kümmerst du dich drum. Und ich habe mich geschluckt und habe es dann aber gemacht, weil ich so gespannt war, ob es der Benjamin hinkriegt. Und ja, ich greife jetzt ein bisschen vor, ich erspare euch die Details. Er hat es hingekriegt, es hat schon gedauert, also er war jetzt nicht zum ersten Seminar sofort pünktlich gewesen, aber er hat es hingekriegt und ich bin bis heute stolz drauf, dass ich mich so entschieden habe, weil er hat mir am Ende von seinem Jahr rückgemeldet, dass diese eigentlich für ihn kleine Veränderung, er hat nicht gedacht, dass das so viel Auswirkungen haben wird, sein Leben quasi verändert hat. Und das macht mich wirklich stolz, dass wir bei so großen Veränderungen dabei sein und diese auch quasi so begleiten dürfen. Das war richtig schön. Diese Geschichte bestärkt mich wieder, dass wir bei allen, die sich für ein FSJ interessieren, ganz genau nachfragen, wo die Motivation dazu herkommt. Denn ja, es stimmt, man kann anstelle des Zivildienstes auch ein 10-monatiges freiwilliges soziales Jahr leisten. Allerdings nehmen wir auch bei den jungen Männern, die sich bewerben, das Wort Freiwilligkeit sehr wichtig. Das heißt, die Motivation, die dahinter steht, FSJ statt Zivildienst, die ist für uns ausschlaggebend. Und wenn es für uns MitarbeiterInnen vom FSJ passt und für den jungen Bewerber auch, dann gelten unsere Rahmenbedingungen. Das heißt, maximal 34 Wochenstunden, 21 Urlaubstage, begleitende Seminare und vor allem uns MitarbeiterInnen vom FSJ als unabhängiger Verein, der darauf schaut, dass der Einsatz gut läuft. Junge Männer sind bei uns ganz klar in der Minderzahl. Über 80% unserer TeilnehmerInnen sind junge Frauen.
Manche junge Männer machen ein freiwilliges soziales Jahr, weil sie, so wie Benjamin, es sich als Zivildienst anrechnen lassen. Andere sind untauglich und sagen, sie wollen trotzdem Erfahrungen im Sozialbereich sammeln, zwischen Schule und Ausbildung. Und wieder andere haben das Bundesheer oder den Zivildienst bereits absolviert und sagen, sie wollen trotzdem noch gezielter Erfahrungen sammeln und bewerben sich bei uns. Das heißt, auch bei jungen Männern sind die Gründe für ein freiwilliges soziales Jahr sehr unterschiedlich. Was uns wichtig ist: viel Freude an der Arbeit mit Menschen und die bewusste Entscheidung dazu, Teil eines Teams werden zu wollen und sich auch ganz bewusst Herausforderungen zu stellen und Neues auszuprobieren. Und das gut eingebettet in unsere Rahmenbedingungen. Egal ob Frauen oder Männer, Menschen, die sich stark machen für die Schwächeren, die selbstbewusst ihren Weg gehen und immer wieder auch auf alle anderen gut schauen, solche Menschen braucht die Welt. Der Mehrwert für die gesamte Gesellschaft, für die Einsatzstellen, für die BewohnerInnen vor Ort, für die MitarbeiterInnen vor Ort, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Sie bringen einen frischen Wind, diese Freiwilligen. Sie bringen eine jugendliche Leichtigkeit, sie bringen neue Blickwinkel in die Häuser. Und es kommt jetzt ein Augenzwinker an die Politik, diesen nicht mehr wegzudenkenden gesellschaftlichen Mehrwert nicht mehr nur mit wohlwollenden Worten zu belohnen, sondern auch mit höheren finanziellen Zuschüssen. Wir werden weiterhin Gespräche suchen zu diesem Bereich, weiterhin sehr hartnäckig bleiben, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Die vierte Geschichte, die Zeit rast dahin, ist die Geschichte von der Magdalena. Und die Magdalena war eigentlich eine Bewerberin in Wien und die kennen Sie nur deswegen, weil ich ihre Geschichte für unseren Instagram-Kanal auch aufbereitet habe. Apropos Instagram, wir nehmen uns jetzt ganz kurz Zeit für eine fette Werbeeinschaltung. Wenn ihr euch angesprochen fühlt von dem, was wir euch da jetzt erzählen und wenn ihr euch auch selbstständig mehr informieren wollt drüber, dann besucht bitte, bitte unsere Homepage. Unter www.fsj.at findet ihr ja alles, was ihr wissen müsst. Ihr könnt uns aber natürlich auch sehr gerne auf den sozialen Medien folgen. Wir haben einen Instagram- und einen Facebook-Kanal, wo, sage ich jetzt mal, aktuelle Infos auch immer drauf sind, zum Beispiel, wenn die Bewerbungsphase startet, wenn wir noch Resteinsatzplätze haben. Also bitte folgt zu uns, schaut euch das an, wenn es euch interessiert. Aber zurück zur Magdalena. Die Geschichte habe ich ausgesucht, weil sie eine untypische Bewerberin war. Die hatte nämlich eine ziemliche Herausforderung in ihrem Leben zu bewältigen. Die Magdalena hat nämlich eine Sprechstörung und zwar stottert sie. Und sie hat uns nach dem Aufnahmegespräch zuerst einmal gesagt, sie weiß nicht, ob das Richtige für sie ist. Sie weiß nicht, ob wir eine Einsatzstelle finden, die richtig und gut mit ihrer Thematik einfach umgeht. Und ich habe mir dann entschieden, euch einfach vorzulesen, was sie uns nach dem FSJ geschrieben hat, weil ich einfach glaube, ich kann das so nicht wiedergeben. Liebe Leute, da ich nicht weiß, ob und wann wir uns jemals wiedersehen und es mir eindeutig leichter fällt, mich schriftlich als mündlich auszudrücken, schreibe ich euch diese Mail. Auch wenn anfangs Zweifel herrschen, die Art, wie man im positiven Sinne mit einem Handicap konfrontiert wird und dabei lernt, besser damit umzugehen. Und vor allem die Erfahrungen, die man gemeinsam mit den Menschen macht, mit denen man arbeitet, sind unbezahlbar. Ich habe es nie bereut, mich für ein FSJ entschieden zu haben. Vielen Dank. Macht bitte weiter so, dass auch noch viele andere junge Menschen diese Erfahrung machen dürfen. Liebe Grüße an dieser Stelle an Magdalena. Danke, dass wir deine Geschichte mit anderen teilen dürfen. Danke, dass du mit deiner Geschichte vielen anderen Mut machst. Das eben Gehörte zeigt uns auch, dass nicht jeder und jeder mit 18 Jahren so selbstbewusst ist, wie es Victoria war zum Beispiel, die wir in der zweiten Geschichte kennengelernt haben. Victoria wusste immer schon, was sie will und ist diesen Weg sehr zielstrebig gegangen. Viele sind sich aber noch unsicher, wer sie überhaupt sind, haben zu wenig Selbstvertrauen, wissen noch nicht, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen oder in welche Richtung sie gehen wollen. Und viele wissen auch nicht, dass es die Möglichkeit eines freiwilligen sozialen Jahres gibt. Oder aber sie kennen zwar unser Schlagwort, unseren Namen, haben so ihre Vorstellungen dafür, aber kennen noch keine persönlichen Geschichten. Und erst diese persönlichen Geschichten, die wir euch heute ein Stück weit mit auf den Weg gegeben haben, die machen greifbar, was wir hier eigentlich tun. Und was der Grund dahinter liegt, dass wir Referentinnen vom FSJ uns so stark machen für jede und jeden Freiwilligen. Und warum uns auch jede Einsatzstelle, mit der wir gut in Verbindung sind, uns so wichtig sind. Der Großteil unserer Freiwilligen
die sich für so ein Jahr entscheiden, tut das, weil eine Freundin oder ein guter Bekannter ein freiwilliges soziales Jahr gemacht hat. Und die Möglichkeiten während eines FSJs, die sind sehr vielfältig. Man kann ein freiwilliges soziales Jahr, wie gehört, zum Beispiel im Kinder- und Jugendbereich machen. Das kann zum Beispiel in Schulen sein. Da unterstützt man das Lehrpersonal vor Ort, arbeitet mit einzelnen Kindern, die dem Unterricht nicht gut folgen können zum Beispiel. Aber was weit häufiger ist, ist die Mitarbeit in WGs, Kinder-Jugend-WGs. Da ist ein Beispiel, das jeder kennt, so das SOS-Kinderdorf. Das ist ein Beispiel, das einfach jeder kennt. Genau, und da geht es ganz viel darum, im Alltag zu unterstützen, zu lernen, gemeinsam zu kochen, einmal zum Arzt zu fahren. Ein freiwilliges soziales Jahr kann man auch bei Menschen mit Behinderung machen, im Wohnbereich oder in einer Werkstätte. Im Wohnbereich geht es auch wieder darum, den Alltag mitzumachen, mit denen zur Therapie zu fahren, Sport zu machen, zum Arzt, gemeinsam kochen, backen. In Werkstätten geht es wirklich darum, diese Menschen vor Ort bei ihrer Alltagsarbeit zu unterstützen. Ein freiwilliges soziales Jahr kann man auch bei alten Menschen machen. Genau. Beim alten Bereich geht es ganz, ganz, ganz viel um Gesellschaft leisten, zuhören, spazieren gehen, wenn sich jemand allein nicht mehr traut. Aber wenn einen zum Beispiel der Pflegebereich als Beruf interessiert, dann kann man natürlich auch dort mit dem Personal, mit dem hauptamtlichen Personal mitgehen, helfen, unterstützen und so einen echt guten Einblick ins Berufsfeld kriegen. Seit neuestem sind auch FSJ-Einsätze in Krankenhäusern möglich und auch im sozialarbeiterischen Umfeld. Genau, was bedeutet sozialarbeiterisches Umfeld? Das sind zum Beispiel wohnungslose Menschen, das sind Menschen mit psychischen Erkrankungen, Flüchtlinge. Aber das sagen wir gleich dazu, das sind ganz wenige Einsätze nur. Also wenn wir da beim Aufnahmegespräch jemanden sozusagen gut passend finden, dann sprechen wir das ganz gezielt auch an. Wichtig ist, wir schicken niemanden wohin, wo er oder sie nicht hin möchte. Je früher wir die Bewerbung erhalten, desto mehr können wir auf diverse Wünsche Rücksicht nehmen. Der neue Jahrgang startet übrigens im Herbst, also im September, und Bewerbungen sind dafür zum Beispiel genau jetzt möglich. Apropos Bewerbung, Esther, vielleicht kannst du kurz erzählen, wie das mit dem Bewerbungsprozess bei uns so abläuft. Genau, dazu gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, schnell erledigt. Der Jahrgang, der jetzt im Herbst startet, da laufen die Bewerbungen schon jetzt. Wir laden dann die Personen zum Vorstellungsgespräch ein, was wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben. Es gibt dann aber auch noch einen Kennenlerntag in der Einrichtung, die wir uns gut vorstellen können und dem Bewerber oder der Bewerberin vorschlagen. Und wenn es dann für beide Seiten passt, dann geht es am 1. September oder Oktober los und wir freuen uns, die neuen Freiwilligen ein Jahr lang begleiten zu dürfen. Und es wird jetzt endlich Zeit für die letzte Geschichte und ich glaube, die sollte Elisabeth erzählen. Die letzte Geschichte ist eine persönliche, das waren die anderen auch schon. Diese hier ist allerdings von mir. Als ich in der 7. Klasse im Gymnasium war, ist also jetzt schon ein paar Jahre her, wussten viele Schulkolleginnen schon, was sie nach der Matura so machen möchten. Ich wollte studieren, das war klar, aber was genau war mir noch nicht so klar, weil zu vieles hat mich interessiert. Und ich bin somit durch die Best in der Stadthalle marschiert, also durch diese Räumlichkeiten hier, auf der Suche nach meinem Weg. Und nach einigen Stunden war ich im Begriff, etwas zerknirscht, die Stadthalle wieder zu verlassen. Zerknirscht deshalb, weil ich zwar unzählige Infobroschüren eingesackelt habe, aber einfach nicht das eine passende für mich dabei war. Und in einer dunklen, etwas windigen Nische habe ich dann plötzlich den Stand des FSJs entdeckt. Und da war ein Slogan dabei, das hat geheißen, ein Jahr für dich, ein Jahr für andere. Und mit dem Slogan, mit dem hatten sie mich. Die Entscheidung damals, gefällt im Rahmen der Best, war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe mich eingelassen auf die Arbeit in einer Wohngemeinschaft für erwachsene Menschen mit geistiger und teils mehrfacher Behinderung und nebenbei, das ist der coolste Bereich ever. Ich habe fantastische Leute kennengelernt, habe von den sogenannten Menschen mit Behinderung unglaublich vieles gelernt, habe Freundschaften fürs Leben geschlossen und habe Verantwortung übernommen und mich in meiner Persönlichkeit einfach sehr entwickelt. Mein FSJ war prägend, intensiv, unglaublich schön und bereichernd, aber es war ganz bestimmt nicht immer heitere Wonne. Es war mitunter kräftezehrend und anstrengend, aber das Team des FSJs und das Team in der Einsatzstelle haben mir immer die notwendige Rückendeckung gegeben. Und von den BewohnerInnen der WG, in der ich gearbeitet habe, die Liebe und die Dankbarkeit, die sie mir gegeben haben, das werde ich nie vergessen. Was ich damals mit 18 Jahren geleistet habe, lässt mich bis heute stolz zurückblicken. Und ja, es war tatsächlich ein Jahr für andere, aber noch viel mehr war es ein Jahr für mich.
Was ist also rückblickend meine große Erkenntnis zum FSJ? Während meinem sozialen Jahr habe ich erkannt, wer ich überhaupt bin und was ich möchte. Und ich habe gelernt, niemals auf alle anderen zu vergessen. Denn nur zu wissen, wer man ist, was man kann und was man will, das reicht noch nicht. Weil dann hätten wir eine Gesellschaft mit lauter Individuen, wo jeder mit ausgefahrenen Ellbogen, ohne zu schauen, ohne Rücksicht zu nehmen, durch die Welt stolziert. Es braucht beides. Es braucht einen guten Blick auf sich selbst und auf alle anderen. Egal, ob jung oder alt, schwarz oder weiß, gesund oder krank, arm oder reich. Nur so funktioniert ein gutes Miteinander und das ist das, was wir uns eigentlich alle wünschen. Genau. Oh. Nein, ist wirklich schön. Das hat uns auch total gefreut beim Vorbereiten von diesem Vortrag, dass eigentlich sehr schön ist, da bei der Best diese Geschichte zu erzählen, weil sie ist nämlich wirklich wahr, natürlich. Also genau, und deswegen möchte ich jetzt nur ganz kurz noch sagen, ich glaube, wir kennen das alle und die junge Generation trifft es noch so viel mehr, als es die Elisabeth getroffen hat, als es mich getroffen hat, diese endlos vielen Wege, die man nach der Matura einschlagen kann. Und es ist gut, wenn man sich orientiert, das ist ganz wichtig, aber noch viel wichtiger ist es, auf sich zu hören, vielleicht einfach sich selber zu kennen, um seinen Weg zu finden. Deswegen haben wir auch diesen Titel gewählt und genau, wir glauben in einer Welt, die immer größer wird, mit immer mehr Möglichkeiten. Da ist es ganz, ganz wichtig, sich selber gut zu kennen, um seinen eigenen ganz persönlichen Weg dann auch zu finden. Wir haben euch heute einen möglichen Weg vorgestellt. Vielleicht hilft dir unser freiwilliges soziales Jahr, deinen Weg zu finden. Und ganz egal, wie es für dich weitergeht, eine Sache wollen wir ganz zum Schluss noch anbringen. Glaub an dich. Du bist wichtig und du bist perfekt, genau so wie du bist. Deshalb hör auf dein Herz, folge deinem Bauchgefühl und geh deinen Weg. Esther Sackel und Elisabeth Marcouche sagen im Namen vom ganzen Team vom Freiwilligen Sozialen Jahr danke fürs Dabeisein. Es war uns eine Freude. Genau, bitte noch nicht so schnell flüchten von hier, von der Bestmesse, denn ihr hättet zwei Fragen bitte an Sie beide. Gerne. Also nochmal vielen Dank für die schönen Geschichten und in euren Gesichtern spürt man das eh, wie viel Freude dieses macht, dieses freiwillige soziale Jahr. Zwei Fragen bitte, und zwar kann man das nur machen, unmittelbar nach einem sozusagen Ende einer Schule? Also im Sinne von, ist das nur für Maturantinnen oder ist das auch dann, wenn man vielleicht das Bachelorstudium fertig hat und man möchte dann ein freiwilliges soziales Jahr machen? Auch hier gibt es einen bunten Mix. Also wir haben sowohl, ganz klassisch sind die Maturantinnen, die sagen, sie wollen, bevor sie studieren gehen, nochmal ein Jahr arbeiten gehen, sich Auszeit vom Lernen nehmen. Wir haben aber auch immer wieder, letztens war eine, die hat sich beworben, die ist fertig mit dem Lehrerstudium, also die hat studiert schon fertig und sagt, sie möchte, bevor sie in den Lehrberuf startet, mal ganz was anderes machen. Die hat ein Jahr lang mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Wir haben auch immer wieder 18-, 19-Jährige, die jetzt nicht die Matura gemacht haben, sondern einfach so sich denken, ich möchte was Neues ausprobieren und einen neuen Weg einschlagen. Also die Zugänge sind sehr vielfältig. Okay, also es gibt keine Altersgrenze? Die Altersgrenze ist ab 18. Wir haben ganz wenige Einsatzstellen, wo sie schon Leute mit 17 Jahren nehmen. Da schauen wir dann ganz genau, ob einfach schon die persönliche Reife da ist. Grundsätzlich startet es mit 18. Ist Führerschein Voraussetzung? Möglicherweise, es gibt möglicherweise Einrichtungen, wo es ideal wäre, wenn man... Wir haben immer wieder Einrichtungen, die sagen, einer mit Führerschein, das wäre schon super, um Besorgungen zu machen, um Kinder vielleicht zu Therapien zu bringen. Aber in den meisten Einrichtungen ist es keine Voraussetzung. Wir fragen immer nach, ob es notwendig ist, aber wir haben genug Auswahl, falls jemand keinen Führerschein hat. Genau. Wäre das auch Bildungskarenz tauglich? Das lasse ich sehr gerne Elisabeth beantworten. Das wäre weil wir haben ja Berufsstudium und Weiterbildung. Genau, das ist bei uns gerade spannendes Thema. Wir sind da gerade sehr bemüht, hier Antworten zu finden, weil wir immer wieder anfangen. Ich höre immer wieder, gerade wenn ich auf der Best stehe, kommt jemand vorbei, keine Ahnung, Mitte 40 und sagt, kann ich das auch noch machen? Da braucht es dann andere Rahmenbedingungen als diese 255 Euro Taschengeld. Wir würden gerne mal ein Pilotprojekt starten und mit dem AMS zusammenarbeiten, ob hier eine Bildungskarenz möglich wäre. Ich fände es großartig. Im Sinne von lebenslanges Lernen wäre das doch eine aufgelegte Geschichte. Genau, ich sehe das genauso. Genau. Eine dritte Frage noch, und zwar, wie stellen Sie sicher, dass
auch Ihr Qualitätsanspruch, was die Einrichtungen oder was die Lernerfahrungen sein sollen in diesem freiwilligen sozialen Jahr? Ich nehme an, da gibt es einen ganzen Katalog an Ideen und Punkten. Wie stellen Sie sicher, dass das auch eingehalten wird und kicken Sie auch, wenn es nicht passt, Organisationen auch wieder raus? Also wir sind EBQ-zertifiziert, das heißt, wir haben das Erwachsenenbildungszertifikat und ja, da sind wir immer wieder geprüft, auch von extern, ob wir alles gut evaluieren und alles immer einen guten Blick drauf haben. Wir stehen mit unseren Einsatzstellen ganz viel in Kontakt. Das heißt, wir gehen auf Einsatzstellenbesuche, wir telefonieren viel, wir schreiben viele E-Mails, um hier einen guten Kontakt zu haben. Und da sind uns auch die Rückmeldungen von den Freiwilligen sehr wichtig. Das heißt, wenn wir konstant schlechte Rückmeldungen haben, werden wir diese Einrichtung nicht mehr besetzen. Also so haben wir jetzt mittlerweile auch schon die Qual der Wahl. Also wir haben mittlerweile viele Einrichtungen, die gerne Leute von uns aufnehmen wollen. Das heißt, wir können sehr wohl auch darauf achten, nicht alles besetzen zu müssen. Und das tun wir auch. Und können Sie uns noch einen Blick auf die Organisation, also ist das jetzt was Kleines, Feines, die FSJ, oder ist das eigentlich schon was Riesiges? Geben Sie uns ein Bild. Wir sind ein österreichweiter Verein, also wir haben Regionalstellen in Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck, Graz. Wir sind, glaube ich, gut 20 MitarbeiterInnen im Verein und betreuen gute 600 junge Freiwillige durch das Jahr. In ganz Österreich. In ganz Österreich, ja. Genau. Und wenn Sie sich nach Tirol schicken, Sie müssen keine Sorge haben, die werden auch tot verstanden. Ich mag das immer. Ich finde das so positiv, diese verschiedenen Dialekte. Also voll. Für mich ist das super. Genau, das Maximale, was passieren kann, ist, dass man sich verliebt und totbicken bleibt. Das, ja, das genau. Auch diese Dinge, nehme ich an, passieren ja immer passiert wieder. Passiert alles. Genau. Bieten Sie auch, also wenn jetzt ein junger Mensch auch beschließt, es gibt eben Zivildienstersatz, diese Möglichkeit auch, ist vielleicht auch gar nicht so bekannt. Viele machen das ja über diverse Orden in Tijuana oder sonst irgendwo in Mexiko. Also diese Möglichkeit gibt es auch. Dieses eine Jahr, haben wir gehört, aus den Geschichten verändert, macht auch sozusagen den nächsten Schritt auf dem Berufs- oder Bildungsweg konkreter. Das sind auch Ihre Erlebnisse. Viele Eltern haben so, aber da verlierst du ein Jahr. Ganz im Gegenteil, eine Bereicherung für die Persönlichkeit, wie man sieht. Und auch eben, dass man dann sein Ziel klarer vor Augen hat und losmarschieren kann. Genau. Das heißt, Sie geben auch Referenzschreiben, wenn man in eine Studienrichtung möchte, kommt auch von Ihnen. Willst du? Also, sag du. Ja, Referenzschreiben, natürlich gibt es von der Einsatzstelle gibt's einen Kompetenznachweis, so nennen wir das. Das heißt, das ist schon sehr klar aufgelistet, was die Freiwillige dort gemacht hat und was die Schwerpunkte waren. Und auch von uns gibt es natürlich ein Zertifikat über die Bildungsinhalte zum Beispiel, die wir haben. Das heißt, man kann schon sagen, dass sich das was bringt am späteren Bewerbungsweg, auf jeden Fall. Ja. Auf alle Fälle. Ja. Dann wir bedanken uns ganz vielmals noch Danke einmal, auch. Liebe Elisabeth Markus und die Esther Sackl, beide vom Verein Freiwilliges Soziales Jahr in Österreich. Danke vielmals. Danke vielmals. Tröten.